So, heute ein richtiges Prachtexemplar. Und zwar ist das der Nikko Kanonschlag Zylindrisch Kaliber D mit Sicherheitszünder. Und zwar noch in der Version, die von Silberhütte in Deutschland produziert wurde, also noch richtig hammerharte Teile. Dürfte sich hier schon um letztere Produktion handeln, also 2006 wurden die Teile ja eingestellt. Seit ein paar Jahren gibt es dann unter dem gleichen Namen 1136 auch eine Importausführung, sprich aus China, Made in China, die total rotzig sind. Video dazu gibt es auch schon auf meinem Kanal, sage ich also nicht viel mehr zu. Wir schauen uns jetzt hier den originalen 1136 an, sage ich mal. Hier sieht man ja nochmal Artikelnummer 1136, Klasse 2. Hier noch der schöne Mokan, wurde wie gesagt, glaube ich, von Silberhütte bis 2006 produziert. Mit so einer dicken Lunte, richtig schön zugemacht hier. Richtig schön hart. Also, die sind wirklich noch richtig schön verarbeitet hier. Nikko Feuerwerk. Wandung hinten auch okay. Einziger Makel ist, dass die Teile extrem viel Hohlraum haben. Also, wenn ich mal meinen Finger hier reinstecke, ab hier ungefähr geht erst die Dämmung los. Also sprich, das Ganze hier ist einfach Pappe. Das ist echt nicht normal. Aber ansonsten, wer sie kennt von früher, weiß, dass die wirklich richtig heftig sind. Und für noch relativ, ja, nicht so alte Kanonenschläge aus deutscher Produktion sind die echt hammerhart. Aber naja. Überzeugt euch selbst. Die kleinen Polen mal lauter. Ja, aber der ist von 2006, ja, ne? Aber ich meine das. Ja.